Guten Tag! In diesem Video erklären wir, wie man von der Wolfix-Plattform handelt, verschobene Orders aufstellt, Bracket Orders einstellt, sowie betrachten wir die Haupteinstellungen von Trading Mode. Um das Fenster in Trading Modus zu verlegen, soll man die Taste Trading aktivieren. Wählen wir dann das Konto und das Instrument aus. Klicken wir Apply. Im rechten Teil des Fensters befindet sich das Trading Panel. Auto Buy und Auto Sell Tasten benutzen wir für die Aufstellung der verschobenen Orders. Aktivieren wir zum Beispiel Auto Buy. Klicken wir auf die Preisskala. Wählen wir mit dem Mauszeiger den notwendigen Preis aus und mit dem zweiten Klick bestätigen wir den Versand des Orders. Wenn Buy Order niedriger als Marktpreis ist, stellen wir Buy Limit auf. Wenn Buy Order höher als Marktpreis ist, stellen wir Buy Stop auf. Klicken wir mal auf die Taste Auto Sell und auf die Preisskala. Wenn Sell Order höher als Marktpreis ist, stellen wir Sell Limit auf. Wenn Sell Order niedriger als Marktpreis ist, stellen wir Sell Stop auf. Um den Preis des bereits aufgestellten Orders zu wechseln, markieren wir es mit der linken Maustaste und ziehen das Order auf den benötigten Preis. Mit dem zweiten Klick bestätigen wir die Veränderungen. Um das Order zu stornieren, klicken wir mit dem rechten Maustaste auf das Bild des Orders und bestätigen wir die Stornierung. Man kann die bereits aufgestellten Orders auch mit Hilfe des Panels Working Orders in der oberen linken Ecke der Grafik stornieren. Da werden alle verschobenen Orders widerspiegelt. Klicken wir einfach mit der linken Maustaste auf das notwendige Order und bestätigen wir die Stornierung. Als nächstes betrachten wir die Tasten Buy Market und Sell Market. Die beiden Tasten werden für Eröffnung der Positionen auf dem Markt benutzt. Auf Wolfix-Plattform gibt es auch die Möglichkeit, mit dem besten Bid zu kaufen oder mit dem besten Ask zu verkaufen. Buy Best Bid, Sell Best Ask oder mit Hilfe der Kursbefehle. Auf solche Weise stellen wir Limit Order auf. Mit dem besten Bid, wenn es Kauf ist, oder mit dem besten Ask, wenn es Verkauf ist. Stellen wir zum Beispiel Sell Best Ask. Wir sehen, dass das Order sofort erfüllt wird. Im Panel Trades in der linken unteren Ecke sind alle erfüllten Orders zu sehen. Diese Liste kann man mit Hilfe des Mausrades oder des Reglers rechts vorspulen. Von dieser Liste kann man mit einem Klick zur Grafik zum Moment der Erfüllung dieses Orders überspringen. Auf solche Weise kann man die Geschichte aller Deals betrachten. Es ist wichtig zu klären, dass die Geschichte der erfüllten Deals auf der Grafik 7 Tage lang verfügbar ist. Die Liste aller aufgemachten Positionen befindet sich im unteren Teil der Grafik im Panel Open Positions. Wenn wir zum Beispiel mit mehreren Kontos arbeiten und wir haben auf verschiedenen Kontos aufgemachten Positionen, dann können wir mit einem Klick zu einer konkreten Position eine Grafik mit konkreten Ticker herunterladen. Wählen wir zum Beispiel ein anderes Konto aus. Laden wir den zweiten Ticker herunter und mit einem Klick auf die Position im Panel Open Positions kehren wir leicht zum ersten Konto und zu unserem Instrument zurück. Im Setup-Menü Trading Panel können wir die Darstellung dieser Panels einstellen. Die Tasten Sell Trigger und Buy Trigger werden zur Einstellung der verschobenen Aufträge mit dem Triggerpreis benutzt. Wie funktioniert es? Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir verkaufen wollen, aber erst nachdem der Preis des Niveau 9843 erreicht, das lokale Maximum erneut, Felddurchschlag macht und zurück unter das Niveau kommt. Dafür aktivieren wir Sell Trigger. Klicken wir auf die Preisskala und bestimmen wir Triggerpreis.
Und zwar höher als das lokale Maximum, zum Beispiel 9869. Dann bestimmen wir den potenziellen Sell-Stop-Preis, niedriger als das Niveau 9842. Auf solche Weise wird Sell-Stop automatisch mit dem Preis 9842 aufgestellt, das heißt, nachdem der Preis das Niveau und den Preis 9869 erreicht. Dasselbe gilt für Beiträge. Schließen wir diese Position. Unten befindet sich die Bracket Orders Einstellung. Klicken wir darauf. Da erscheint das Fenster mit den Bracket Orders Einstellungen. Um die Funktion der Bracket Orders zu aktivieren, wählen wir im Feld Enabled On. Man kann diese Funktion auch in der oberen rechten Ecke auf dem Think Panel aktivieren. Bracket Orders können wir sowie in Pips als auch in Prozent vom Preis und in Währung des Instrumentes, in diesem Fall in USD, berechnet werden. Stellen wir zum Beispiel Take Profit in Größe von 40 Pips und Stop Loss in Größe von 20 Pips auf. Man kann mehrere Take Profits aufstellen, da ist es notwendig festzulegen, welcher Teil bei welchem Prozent zugemacht werden soll. Schließen wir zum Beispiel 50% der Position mit 20 Pips 1 zu 1 und weitere 50% der Position mit 40 Pips 2 zu 1. Trailing Stop. Wählen wir 20 aus. Dann beginnt Stop Loss seine Bewegung nach dem Preis, nur nachdem er 20 Pips vom Eingangspreis erreicht und bewegt sich, bis die Position zugemacht wird. TS Target, Trailing Stop Target, bestimmt zu welchem Punkt wird sich Trailing Stop bewegen. Bei der TS Target Bedeutung von 10 bewegt sich Trailing Stop beim Erreichen von 10 Pips vom Eingangspreises nicht mehr. TS Start, Trailing Stop Start, bestimmt den Punkt, von dem Trailing Stop seine Bewegung beginnt. Standardmäßig beginnt Trailing Stop seine Bewegung vom Break-Even-Punkt. Aber wenn wir die Bedeutung 5 auswählen, beginnt Trailing Stop seine Bewegung nicht vom Break-Even-Punkt, sondern vom Punkt 5 Pips höher vom Eingangspreis. Wenn wir mit diesen Einstellungen ein Deal aufmachen, bekommen wir dann nächstes. Nachdem der Preis 20 Pips vom Eingangspreis erreicht, überspringt dann Stop Loss automatisch auf Bedeutung plus 5 Pips und wird sich nach dem Preis bewegen, bis es 10 Pips vom Eingangspreis erreicht. Cancel All When storniert alle Orders, wenn nur Stop Loss, nur Take Profit oder Stop Loss oder Take Profit erreicht werden. Wenn wir zum Beispiel die Stornierung aller Orders nur beim Erreichen des Stop Losses einstellen, dann bei der Schließung der Position mit Take Profit bleiben alle Orders außer Stop Losses und Take Profits aktiv. Wenn die Position aber mit Stop Loss geschlossen wird, dann werden alle Orders dieses Instrumentes automatisch storniert, außer Stop Losses und Take Profits, die zu anderen Positionen mit Hilfe von Bracket Order zu diesem Instrument aufgestellt sind oder aufgestellt werden. Fügen wir ein Beispiel dazu, um besser verstehen zu können. Wechseln wir Stop Loss und Take Profit Einstellungen, zum Beispiel 100 Pips. Apply. In der oberen rechten Ecke prüfen wir, ob die Funktion Bracket Order aktiviert ist. Wenn die Maus über Buy Market oder Sell Market geführt wird, sind schon die potenziellen Stop Loss und Take Profit zu sehen. Machen wir eine Long-Position auf. Nehmen wir an, dass wir noch eine Position auf diesem Instrument aufmachen wollen. Klicken wir Buy Market. Auf dem Bildschirm sind jetzt zwei Stop Losses und zwei Take Profits zu sehen. Stellen wir noch manuell Sell Limit und Sell Stop ein. Nehmen wir an, dass in einem Moment eine der Positionen mit Stop Loss zugemacht wird. Warten wir ein bisschen, bis das Order erfüllt wird.
Jetzt ist der Order erfüllt geworden. Wir sehen jetzt, dass alle Orders, außer Bracket-Orders, die mit unserer Position verknüpft wurden, sind storniert. Genau darin besteht diese Funktion. Wenn wir mehrere Positionen haben und wollen das Bracket-Orders Stop-Loss und Take-Profit, die mit anderer Position verknüpft sind, nicht storniert werden. Dieses Muster des Auftrags kann man speichern. Save. Wählen wir den Namen aus. Wir können später dieses Muster des Bracket-Orders zum gebrauchten Zeitpunkt herunterladen. Schließen wir das Deal. Wenn wir Stop-Loss und Take-Profit nach der Deal-Eröffnung aufstellen wollen, deaktivieren wir die Bracket-Order-Funktion. Machen wir zuerst das Deal auf und dann klicken wir Add Bracket auf der Systemsteuerung. So stellen wir die Bracket-Orders ein. Wir empfehlen aber, die Positionen mit bereits aufgestellten Bracket-Orders aufzumachen. Die Tonbegleitung der Deal-Eröffnung kann man im Hauptfenster MarketWatch ausschalten. Setup Alert Settings. New Trade Beep Off. Dann erhalten wir keine Tonbegleitung mehr. In diesem Fenster können wir auch eigene Audiodateien hinzufügen. Für Market Orders, für Limit Orders und für Stop Orders. Die Taste Cancel All storniert alle Orders auf dem gewählten Konto und Instrument. Trade Out schließt alle aufgemachten Positionen und storniert alle Orders auf dem gewählten Konto oder Instrument. Trade Out All storniert alle Orders und macht alle aufgemachten Positionen auf dem gewählten Konto und auf allen Instrumenten zu. Jetzt betrachten wir die Systemsteuerung. Die Taste View DOM aktiviert Trading DOM. Lines widerspiegelt die linke Preislinie, die für die Arbeit mit Preisniveaus zur Verfügung steht. Hidden Ticks widerspiegelt das Volumen der versteckten Ticks auf dem niedrigen Histogramm. Im unteren Teil der Systemsteuerung ist es möglich, das Konto fürs Handel und die Größe der Position auszuwählen. In der rechten Seite der Systemsteuerung kann man Art der Linie, normale Linie oder Preisalert und Art des Auftrages auswählen. Der Auftrag Day wird automatisch bei der Sessionsschließung zugemacht. Der Auftrag GTC wird so lange aktiv, bis wir ihn manuell nicht stornieren. Unter der Systemsteuerung werden der Kontostand zum Moment des letzten Clearings gezeigt, sowie die blockierte Marge und die Gesamtkontogebühr für die laufende Session. Im rechten Teil über der Grafik wird das Ergebnis aller geschlossenen Deals der laufenden Session widerspiegelt. Es ist wichtig zu klären, dass die Gebühr, die auf Vollfrist-Plattform widerspiegelt wird, gilt für demonstrativ. Die Größe der Gebühr kann man im Fenster MarketWatch wechseln. Setup Trading Fee. Wählen wir Ticker aus und bestimmen wir die Größe der Gebühr für eine Runde aus, zum Beispiel 2 USD. Das bedeutet, dass die Gebühr für ein Deal 4 USD beträgt. Klicken wir Add. Wir verfügen auch über die Option der Testkontoänderung. Es kann man im Hauptfenster MarketWatch machen. Component Position Control. In der Karteikarte Accounts wählen wir das Konto aus, klicken wir Account Size und bestimmen wir die gebrauchte Summe. Man kann auch die Geschichte der Kontoänderungen auf 0 setzen. Clear Equity. Hier verfügen wir auch über Einstellungen jedes Kontos. Wenn wir zweimal auf das Konto klicken, öffnet vor uns das Fenster mit den Einstellungen. Hier können wir das Konto und die Trades im Trader Rating veröffentlichen. Das Trader Rating befindet sich auch im Hauptfenster MarketWatch, Social Traders Rating. Elias, das ist der Kontospitzname.
Dieser Spitzname ist nur im Menü der Kontoauswahl zu sehen. Da kann man auch den Kontotyp bestimmen, Master oder Slave. Diese Funktion ermöglicht, die Deals aus einem Konto auf das andere zu duplizieren. Zu dieser Funktion haben wir ausführliche Informationen in anderem Video. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Als nächstes betrachten wir eine Möglichkeit aus Setup-Menü, die im Trading-Modus benutzt wird. Das ist Funktion Tradeout by Time. Sie ermöglicht, alle Positionen zum bestimmten Zeitpunkt automatisch zu schließen. Contract Specification. Da finden wir Informationen über konkretes Instrument. Hotkey ist die Einstellung der Kursbefehle fürs Handel. Trading Settings, das sind die Handelseinstellungen. Betrachten wir jede von den Einstellungen. Confirm oder Send ist die Bestätigung des Versandes des Orders. Confirm oder Cancel ist die Bestätigung der Stornierung des Orders. Show all successful zeigt die Benachrichtigungen über den erfolgreichen Versand des Orders. Auto-Close Send Fail ist automatische Schließung der Benachrichtigungen über den erfolglosen Versand des Orders. Hide Account Balance versteckt die Widerspiegelung des Kontozustandes. Hide Open P&L versteckt die Widerspiegelung der Ergebnisse der aufgemachten Positionen. Hide Pips P&L versteckt die Ergebnisse der aufgemachten Positionen in Pips. Hide Close P&L versteckt die Widerspiegelung der Ergebnisse der zugemachten Positionen. Hide Order Comment versteckt die Zahl der aufgemachten Lots. Position Average Price Line, das ist der durchschnittliche Preis der Position. Position Side on Chart, das ist die Färbung der Grafik der Dealseite entsprechend. Position Font Size ist die Größe der Schrift, die Angaben zu der ausgemachten Position in der oberen Ecke der Grafik darstellt. Trade im Chart ist die Widerspiegelung der Deals auf der Grafik. Trade Size ist die Widerspiegelung der Größe der Deals auf der Grafik. Trade Font Size ist die Größe der Schrift, die Positionen auf der Grafik widerspiegelt. Da verfügen wir auch über Farbeneinstellungen. Kehren wir zu Setup-Menü zurück. Hide Trading Panel versteckt das Trading Panel, wenn wir ausschließlich mit Kursbefehlen handeln. Trading Panels, das ist die Einstellung des Trading Panels. Risk Management Einstellungen, dazu haben wir einen Artikel. Der Link ist in der Beschreibung zu diesem Video zu finden. Auf der Wolfis-Plattform verfügt man auch über Statement Kontozustand, mit dessen Hilfe man die Ergebnisse des Handels analysieren kann. Ihn kann man in MarketWatch finden. Company Statement. Da wählen wir das Konto aus. Die Statistik kann man in der Karteikarte Equity finden. Wählen wir den Zeitraum aus. Klicken wir Apply. Links befindet sich die Geschichte der Kontozustandänderungen. Rechts befindet sich die Grafik der Kontozustandänderungen. In der Mitte ist die Handelsstatistik zu finden. Das wäre alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu der Wolfix-Plattform haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Wir helfen Ihnen gerne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch!